So, morgen fängt der zweite Teil von unserem Urlaub an. Und zwar fliegen wir nach Fuerteventura, Spanien, und bleiben dort etwa 11 oder 12 Tage. Da aber das ein All-Inclusive-Angebot ist, wird es lustig, was meine Diät betrifft. Ich habe schon eine Wette mit meinem Sohn Julian am Laufen, wer mehr in der Zeit abnimmt. Er bleibt zu Hause, er kommt nicht mit. So. All inclusive wird ganz schön schwer und ich würde gerne meine kleine Waage also Küchenwaage mitnehmen, um Kalorien zählen zu können. Es wird zwar ein bisschen merkwürdig aussehen, wenn ich so an so einem All inclusive Tisch meine Kalorien zähle, aber ich dachte, ich mache das. Meine Frau Melanie ist nicht unbedingt begeistert davon und ich versuche jetzt die Waage irgendwie reinzuschmuggeln in den Koffer sozusagen und hoffentlich merkt es keiner. Sie hat es tatsächlich entdeckt. Sally Beckham, ich gehe nicht mit dir in irgendein Restaurant essen, wenn du dort deine Waage auspackst und dein Essen abwiegst. Dann kannst du am Einzeltisch sitzen. In halbe Stunde ungefähr fahren wir in Urlaub, Fuerteventura, oder? Fuerteventura, oder? Fuerte, Fuerte, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren wir in halbe Stunde und in das All-Inclusive-Abnehm-Camp. Und ich möchte gerade mich wiegen bzw. feststellen, mit wie viel Kilos fahre ich oder fliege ich los. Gucken wir mal. Was das hier für Kabel sind. So, wir sind gestern nachmittags nach Fuerteventura oder so ähnlich gekommen. Sind im Hotel jetzt und ich muss sagen, dieses Hotel ist richtig gut. Also man kann hier super sportliche Angebote nutzen. Und zwar, es geht so weit, dass meine Frau gesagt hat, Scheiße, was ist hier los? Weil die Leute richtig so im Sportoutfit, also so richtig mit solchen Hosen und solchen T-Shirts zum Frühstück kommen hier. Jetzt sage ich es nochmal, ich will einfach Spanisch lernen. Jetzt zeige ich euch einen Blick, den Blick vom Fenster. Sie haben viel besseres Zimmer bekommen als wir. Bei uns sieht man kein mehr. Das ist ja eine nette Überraschung. Ich wusste davon gar nichts. Wer war schuld? Wer ist schuld dran? Matteo? Hey, danke, Matteo. Danke, wirklich. Also wir haben heute eigentlich unseren 21. Hochzeitstag. Ich und wir sind seit 21 Jahren verheiratet und noch ein paar dazu, so wo wir unverheiratet sozusagen schwarz zusammen waren. Ja? Und das ist ergeben sozusagen. Warte, man muss anschließen. Matteo und Sophia. Und das vierte Ergebnis ist eigentlich zu Hause. Der zukünftige Polizist.
Ich jetzt will mal rasen. So, mein Plan war eigentlich im Urlaub abzunehmen. Wenn ich jetzt schaffe, mein Gewicht zu halten, bin ich äußerst zufrieden. All inclusive ist richtig böse. Schaut euch einfach das an. Guckt euch dieses Essen an. Diese Mengen an Essen. Und ich muss gestehen, es war mir unheimlich schwer zu widerstehen. Mal, ich will mich jetzt nicht. Jetzt boxen, ich habe keinen Bock, aber ich gehe boxen. Scheiße, ich bin immer noch gleich schwer wie vorhin. Es liegt daran, dass ich fresse wie ein Tier. Du kannst trainieren 7 Stunden am Tag, aber wenn du nicht wenig isst, wird nichts. Okay? So, heute ist mein 7. Tag, wie ich 2-mal am Tag Sport mache. Morgens gehe ich meistens laufen, so 10 bis 12 Kilometer, und abends mache ich meistens Thai-Boxen. Ich kann nur sagen, nach 7 Tagen ununterbrochen Sport machen, bin ich jetzt fix und fertig. Ich bin gerade losgelaufen, dachte es geht, ging aber gar nicht. Meine Beine sind so schwer, dass ich gar nicht laufen kann. Ich werde jetzt einfach heute einen Ruhetag machen, ein bisschen mich am Pool entspannen, ein bisschen spazieren gehen, also hauptsächlich regenerieren. So, es ist ganz früh am Morgen, nicht mal 5 Uhr, glaube ich. Und ich bin ganz früh aufgestanden, weil ich möchte mir den Sonnenaufgang anschauen, hier auf Fuerteventura. Heute reisen wir ab.
Und das ist die letzte Gelegenheit dazu. Und dann noch ein kleines Läufchen am Strand. Also ich habe mich die ganze Zeit nicht gewogen und deshalb weiß ich eigentlich gar nicht, ob ich abgenommen habe während dieser Zeit auf Fuerteventura. Ich glaube aber nicht, also es fühlt sich nicht so an, weil ich natürlich sehr viel gegessen habe. Dennoch bin ich zufrieden, weil ich habe sehr gut trainiert, zweimal am Tag, das war echt klasse, aber abgenommen glaube ich nicht. So, und das nächste Problem, was auf mich zukommt, ist 26.08. Da habe ich meine Mountainbike-Fahrt bzw. mein Mountainbike-Rennen, wollte unter erster 10 ankommen. Dafür war es aber notwendig, richtig viel abzunehmen. Also es bleiben mir noch ein paar Tage, aber so viel abnehmen in den letzten 20 Tagen ist wahrscheinlich nicht dran. Chicago-Marathon, dafür habe ich ein bisschen mehr Zeit, weil das ist erst Beginn, Anfang Oktober, glaube ich, 7. Oktober. Und bis dahin kann sich noch einiges an meinem Gewicht tun. So, ich habe meinen ganzen Mut gesammelt und habe mich entschieden, doch mich auf die Waage zu stellen, um zu gucken, was diese All-Inclusive angerichtet hat. Alles ist All-Inclusive, nur die Waage nicht. Okay, Julian, das ist für dich, Julian. Ja, mal gucken, wer die Wette gewonnen hat. Wie, die wiegt schon 500 Gramm mehr, oder was? Aha, warte. Warte. Ich hatte Handy in der Tasche. Aber ich bin angezogen. Okay. Aber die wiegt 500 Gramm mehr. Also genau 100. Das heißt, ich habe eigentlich Gewicht gehabt. Aber Wette verloren. Nur etwas richtig zu stellen: Das war mit der Hose an. Das bedeutet, wenn ich Hose ausziehe, Unterhose ausziehe, T-Shirt ausziehe, bin unter 100.